Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Marie Jane und Jeremy Johannes Fassbender. Fahren Sie bitte in Spur 4 und laden Sie an der Rampe für Klasse 1b ab, dann Spur 7 zur 3a. Dankeschön. Danke. 7.55 Uhr an einem ganz normalen Drive-In-Schalter. Oder fast normal. Denn in der Gemeinde Wollersbach gibt es zwar kein Schnellrestaurant, dafür jedoch eine Weltneuheit in Sachen Einschulung. Rudi Schmitz, Rektor der Alfred-Einstein-Grundschule in Wollersbach. Den Eltern zu verbieten, hier morgens mit ihren Geländewagen vorzufahren, das können sie vergessen. Ja, und da haben wir in der Lehrerkonferenz und später im Rat beschlossen, wir machen die erste Drive-In-Schule in Nordrhein-Westfalen. Nachdem der Entschluss stand, konnte die Wollersbacher nichts mehr aufhalten. Mit Hilfe von EU-Mitteln wurde eine neue Abfahrt von der A1 gebaut, von der aus die Eltern auf einem eleganten Rundkurs das Schulgebäude durchfahren und etwas weiter nördlich wieder auf die A1 auffahren können. Damit der Verkehr auch in Stoßzeiten fließt, haben die Wollersbacher an alles gedacht. Ja, hier an der Rampe können die Kinder direkt aus dem Autofenster auf eine Rutsche gelegt werden. Das geht im Prinzip ohne Anhalten. Besorgte Eltern können dann so lange in diesem Wartekreisel rundfahren, bis sie ganz sicher sind, dass ihr Kind den Abschied auch verkraftet hat. Heulende und quengelnde Kandidaten, die kommen nämlich hier auf diesem Transportband wieder raus, ganz ähnlich wie die Koffer am Flughafen. Ob sich die Drive-In-Schule bewährt? Am Ende des Schuljahres wissen wir und die Schüler der Alfred-Einstein-Grundschule in Wollersbach vielleicht mehr. Zur Zeugnisausgabe bitte zum zweiten Ausgabefenster vorfahren. Danke.